Tag der Republik überall in der Türkei zum nationalen Gleichschritt getrommelt wird, müssen auch die Schulkinder mitmarschieren. Es gilt, dem Staatsgründer zu huldigen, Kemal Mustafa Pascha, der sich später selbst Atatürk, das heißt Vater der Türken, nannte. Die Huldigung wird auch denen verordnet, für deren nationale Unterdrückung Atatürk das Symbol ist. Kurdenkinder in Tatvan, mitten im türkischen Teil von Kurdistan, müssen das Bild des Mannes hochhalten, der vorschrieb, dass es in der Türkei nur noch Türken gäbe. Die 8 bis 10 Millionen Kurden dürfen seitdem offiziell nicht mehr Kurden sein. Mit der Demonstration militärischer Stärke beweisen die Türken ihre ungebrochene Machtstellung in Kurdistan. Die Städter und Bauern in der östlichen Türkei sollen sehen, wie sinnlos es ist, sich als eigenständiges Volk der Kurden zu organisieren. Der letzte blutige Beweis für das Funktionieren türkischer Gewaltherrschaft ist noch vielen Kurden in schmerzlicher Erinnerung. 1938 endete in der Provinz Dersim der bisher größte Kurdenaufstand. Mit Massenmord und groß angelegten Verschleppungsaktionen versuchte die türkische Regierung, die Forderungen der Kurden nach nationaler Autonomie zu begraben. Einer, der dabei war und überlebte. Damals hatten die türkischen Soldaten alle Bewohner der umliegenden Dörfer zusammengetrieben und nicht weit von hier regelrecht geschlachtet. Danach haben sie die Leichen in den Fluss geworfen. Es waren so viele Leichen, dass der Fluss rot vor Blut war. Sie machten überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern. Wen sie fangen konnten, der wurde getötet. Und wenn die Frauen schwanger waren, haben die Soldaten mit Bajonetten die ungeborenen Kinder aus den Bäuchen herausgeschnitten. Aber am Latsche-Fluss hatten die kurdischen Partisanen sich auch gewehrt und dabei 300 bis 400 Soldaten der türkischen Armee getötet. Später, nach den Massakern von 1938, wurde diese Region zum verbotenen Gebiet erklärt. Alle Kurden, die die Massaker überlebt hatten, wurden zwangsevakuiert und in den Westen verschleppt. Als später die Kurden wieder zurückkehren konnten, hat sich die Regierung kaum um den Wiederaufbau des zerstörten Gebietes gekümmert. Das ist die Wahrheit, die man hier nicht aussprechen darf. Euch können wir das ja erzählen. Wenn ihr die Berge und unser Land verlassen habt, seid ihr frei. Wir aber müssen hier bleiben, uns kann man jederzeit verfolgen. Bei den Massakern in Dersim sind etwa 50.000 Kurden ums Leben gekommen. Über 100.000 wurden deportiert. Ein Stück Vergangenheit, das auch die Regierung in Ankara nicht vergessen hat. Erst im Herbst 1978 probte die türkische Armee bei dem Manöver Kanatle 78 die Niederschlagung eines kurdischen Aufstandes. Parolen an Hauswänden zeigen, dass die Bevölkerung die kurdische Identität auch in 40-jährigem Schweigen nicht aus dem Bewusstsein verlor. Niemand hat vergessen, dass er Kurde ist. Viele aber trauern um ihre Nationalität. Zeit zum Trauern gibt es genug, denn die Arbeitslosigkeit ist hoch. Auch wenn das kurdische Dersim nur noch unter dem türkischen Namen Tunçeli registriert werden darf, die Bewohner sind Kurden. Und sie sind es mit größerem Stolz, mit größerem Eigensinn, mit größerem Widerstand, als jeder türkischen Regierung recht sein kann. Nirgendwo sonst in der Türkei werden die Forderungen nach Anerkennung einer kurdischen Nation so laut gestellt wie in Tunçeli. Im offiziellen Sprachgebrauch heißen die Kurden Bergtürken. Und fragt man, was damit gemeint ist, erhält man die klare Antwort, das sind unzivilisierte Menschen zweiter Klasse. Menschen, die Zeit haben, über ihr Schicksal nachzudenken. Thank you.
40% aller kurdischen Männer sind arbeitslos. Warum? Nur um in Ruhe Tee zu trinken und Karten zu spielen? Gibt es keine Arbeitsplätze, weil Kurdistan von Natur aus so arm ist? Kann das Land nicht wie der westliche Teil der Türkei wirtschaftlich entwickelt werden? Kurdistan ist keineswegs so arm wie die Menschen, die dort leben. Und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die Männer in den Teestuben von Tunceli und anderswo sich nicht mehr mit diesem Zustand abfinden. Kurdistan ist das von den Kurden besiedelte Gebiet Vorderasiens. Es umschließt große Teile der Türkei, des westlichen Iran, des nordöstlichen Irak und nördliche Teile Syriens. Unsere Reise führte durch den türkischen Teil von Kurdistan in eine Region, in der noch nie ein ausländisches Fernsehteam filmen durfte. Auch unsere Reise war ausdrücklich verboten worden. Sie fand trotzdem statt, unter schwierigsten Bedingungen. Wir fuhren von Tunceli über die heimliche Hauptstadt der Kurden, Diyarbakır, nach Kulp. Von dort ging es über Tatvan und Özalp nach Beytüşebab, direkt an der irakischen Grenze. Die Kurden sind ein Volk mit einer langen Geschichte. Schon 1000 vor Christus wurden sie zum ersten Mal als Bewohner des Gebietes erwähnt, in dem sie noch heute leben. Während die Türkenvölker der Seldschuken und Osmanen erst im Laufe des 11. Jahrhunderts in das Gebiet der heutigen Türkei eingewandert sind. Im Mittelalter entstanden neben den unabhängigen Kurdenstämmen selbstständige Fürstentümer. Einen eigenständigen kurdischen Staat aber hat es nie gegeben. Die Stämme, so steht es schon in einer alten Chronik, halten nicht zusammen. Keiner will dem anderen gehorchen und untertan sein. So wurden sie ein leichtes Opfer osmanischer und persischer Herrscher, die im 17. Jahrhundert Kurdistan zum ersten Mal aufteilten. 1920 einigten sich die damaligen Besatzungsmächte Frankreich und Großbritannien auf eine endgültige, noch heute bestehende Teilung. Kurdistan wurde zwischen dem Irak, Syrien und der Türkei aufgeteilt, die wenig später selbstständige Nationen wurden. Seitdem sind die Kurden eine ungeliebte Minderheit in diesen Ländern. Heute ist Kurdistan fast vergessen, ein wildes Land hinter abgelegenen Bergen. Hier leben viele Bauern, wie schon ihre Vorfahren, vor Hunderten von Jahren, abseits jeder Zivilisation. Ohne jeden Hinweis, dass es jemals einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat. Sonne und Mond sind die Uhrzeiger, das Blöken der Schafe oder das Meckern der Ziegen, die monotonen Lautsprecher ihrer Einsamkeit. Zehntausende solcher Bauern leben mit ihren 10 bis 15 Personen großen Familien hinter den Bergen. Sie leben von Schafzucht und sonst fast gar nichts. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Hinter den Bergen gibt es keine Schulen. Schon früh aber haben die Kinder gelernt, sich zu fürchten. Angst zu haben vor den mächtigen Türken, die ihre Soldaten, die Gendarmas, immer wieder in die Berge schicken, um die Kurden einzuschüchtern. Gendarmas kommen angeblich auf der Suche nach Schmuggelgut oder Waffen. In Wirklichkeit sollen sie den Kurden deutlich machen, wer der Herr in der Türkei ist. Ich bin Kurde und lebe, seit ich geboren wurde, in den Bergen. Ich lebe mit meiner Frau und den Kindern hier und manchmal müssen wir über die Berge in die Stadt laufen, um unsere Schafe zu verkaufen. Bei uns gibt es keine Wege, überhaupt nichts. Ganz oben gibt es Gott und hier unten gibt es uns sonst nichts. Das ist alles, was wir haben. Wie ist es denn vorgekommen, dass die Gendarma-Kommandos hierher gekommen sind und die Bauern beispielsweise auch gefoltert haben? Wenn die kommen, dann laufen wir so schnell wir können in die Berge. Was machen denn die Gendarma-Kommandos, wenn sie hierher kommen? Sie schlagen uns. Sie schlagen uns auf den Rücken, auf die Schulter, auf die Fußsohlen und auf die Hände. Wann sind denn zum letzten Mal die Gendarmas hierher gekommen?
Vor einem Monat. Im Winter ist es ja hier sehr kalt in dieser Gegend. Es gibt in der Umgebung keine Ärzte. Das heißt, die Bauern können auch nicht zu den Ärzten hinfahren, weil die Wege verschneit sind. Was passiert denn, wenn jemand krank ist? Beispielsweise, wenn die Frauen krank sind oder wenn die Kinder krank sind? Wenn jemand bei uns krank wird, dann werden die Kranken auf einer Tragbahre, die wir aus Ästen zusammenbauen, durch die Berge getragen. Aber wenn die Krankheit schlimm ist, sterben die Leute. Denn hierher zu uns kommt nie ein Arzt. Da kann man nur sterben. Wenn die Kinder krank sind, dann sterben sie einfach. Da kann man nichts machen. Besonders im Winter, wenn der Schnee einem bis zur Brust geht, da kann niemand mehr durch die Berge zu einem Arzt gehen. Prozent aller Kurden in der Türkei sind Nomaden. Zeltbewohner, die im Sommer in den Bergen, im Winter in den Tälern leben. Im Herbst regnet es durch die Zelte aus Ziegenhaar. Später zieht klirrender Frost ins Innere der Zelte. Die Exotik armseliger Heimatlosigkeit, die Tradition als Geisel. Weil die Nomaden immer schon Nomaden waren, sind sie es heute noch. Wozu, sagte uns ein Regierungsbeamter, brauchen sie feste Häuser, wenn sie doch gewohnt sind, in Zelten zu leben? Wie alt bist du? 79. Warst du dein Leben lang Nomade? Ja. Was hast du von deinem Leben verstanden? Überhaupt nichts. 12 Monate leben wir in den Bergen. Wir haben fast immer Hunger. Kaufen können wir uns nichts. Mit welchem Geld auch? Wir haben kein Geld. Unsere wenigen Sachen aber werden oft beschlagnahmt oder gestohlen. Weder unsere Ernährung, noch unser Leben, noch alles andere ist menschenwürdig. Wir sind schlimmer dran als die Tiere. Die Tiere genießen wenigstens die Berge, bekommen etwas zu essen, werden von uns versorgt. Doch wir sind keine Tiere, sondern Menschen. Wir würden auch gerne in einem 10-stöckigen Hochhaus wohnen oder in einem kleinen Haus. Aber das alles ist nicht für uns bestimmt. Unsere Väter haben so gelebt, wir leben so, unsere Kinder werden auch so leben. Wer von der Regierung kümmert sich wenigstens um unsere Kinder? Niemand. Die nächste Quelle ist 2 Kilometer von den Zelten entfernt. Zweimal am Tag gehen die Frauen zum Wasser holen. Das ist eine der vielen Arbeiten, die ausschließlich von Frauen gemacht werden. Man könnte den Arbeits- und Lebensbereich der Frauen Hausarbeit nennen, wenn es ein Haus für die Nomaden gäbe. Zu tun aber gibt es für die Kurdinnen meistens mehr als genug. Die Erziehung der Kinder, Essen kochen, Wäsche waschen, Sauberhalten der Zelte und oft noch die Tierpflege. Männer würden nach alter Tradition
für diese Arbeiten keinen Finger krümmen. Die Männer sind die Verwalter der Familie. Manchmal sind sie stolz darauf, sich in Türkisch verständigen zu können. Die Frauen sind die eigentliche Heimat der Familie. Sie sprechen ausschließlich Kurdisch. Für sie gibt es keine Notwendigkeit, ihre Herkunft zu verleugnen. Die Frauen haben in ihren Familien stärker als die Männer dafür gesorgt, dass das kurdische Nationalbewusstsein trotz aller Unterdrückung ungebrochen ist. Für die Kinder finden die Lektionen in kurdischer Geschichte meistens am Abend statt. Die Gespräche am Lagerfeuer mit den immer wieder erzählten Geschichten von kurdischen Heldentaten und Abenteuern sind oft der einzige Ersatz für den Schulunterricht. Denn Schulen für Nomadenkinder gibt es nicht. Es gibt überhaupt keine sozialen und kulturellen Einrichtungen für die Zeltbewohner. Diese offizielle Politik des Nichtstuns ist jedoch von den Frauen und Männern längst als eine Politik gegen ihre Interessen durchschaut worden. Auf die Frage, welche Partei sie wählen, gab es fast gleichlautende Antworten von allen. Wir wählen keine Partei, weil es keine Partei gibt, die jemals etwas für die Nomaden getan hat. Und keine Partei hat sich bisher für die Kurden eingesetzt. Wir aber sind beides. Der kurdische Sommer dauert bis zum Oktober. Anfang November beginnt der Winter. Wer bis dahin die Berge nicht verlassen hat, muss damit rechnen, im Schnee zu erfrieren. Der Winter kommt oft über Nacht. Für die, die ihn seit Jahren kennen, kündigt er sich jedoch früh genug an. Nomaden, so sagte uns ein alter Bauer, riechen den Winter, bevor er kommt. Und dann verlassen sie die Berge, um manchmal hunderte von Kilometern in die etwas wärmeren Täler zu ziehen, wo der Schnee nicht ganz so hoch liegt. Wenn er im Frühling schmilzt und die ersten Nachrichten kommen, dass auch die Berge frei von Schnee sind, begegnet man dem gleichen Zug der Nomaden in umgekehrter Richtung. Ich bin Kurde vom Stamm der Beritan-Kurden. Wir haben kein Land, kein Dorf, keine Heimat. Um leben zu können, müssen wir immer wandern. Würdet ihr denn gerne in einem festen Haus wohnen? Wenn die Regierung uns Land und ein Dorf geben würde, wo wir leben könnten, wäre das gut. Wenn sie es nicht macht, dann soll sie es eben lassen. So,